Ja, hallihallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Demospiel. Heute spielen wir die Demo zu Woke Click Light. Ja, das ist ein Roguelite-Clicker-Game. Das wird offenbar sehr lustig. Ich werde meinen Spaß haben. Man kann verschiedene Sachen hier in dem Spiel freischalten. Es gibt offenbar bisher nur so 8 Level. Aber das soll uns nicht aufhalten. Eine meiner Tasten wird auf jeden Fall heute richtig hart leiden, soweit ich das gesehen habe. So, mein Ziel ist es jetzt einfach, so schnell wie möglich zu klicken, um den Gegner fertig zu machen. Also, je schneller ich klicke, desto schneller sind sie tot. Los, hau drauf, Junge, hau drauf! Da unten ist so eine Prozentleiste und wenn die abgebaut ist, dann habe ich das Level geschafft. Ich muss halt... Leider Gottes... Die Maus, das ist so hart, dass meine Maus heute wahrscheinlich kaputt geht. Autsch. Ich müsste mir einfach so ein Mausklicker-Mod eben kurz installieren, damit ich schieben kann. Nein, werde ich nicht machen. Also bisher sinnlos drauf gekloppe. Ab und zu erhält man sich. Ja. Aber ich werde höchstwahrscheinlich jetzt gleich sterben. Und dann kann ich mit dem Geld, was ich hier gerade erfarme, mir was kaufen. Und bin gestorben. That's gotta hurt. Ich habe 300 Mal geklickt. So. Ich bin jetzt zum ersten Mal gestorben. Und jetzt kann ich das, was ich hier halt bekommen habe, an Münzen und Gems, also an Kristallen, damit kann ich mir jetzt Sachen freikaufen. Ich müsste jetzt gerade nur gucken, wo. Ich mache übrigens mal eben kurz was. So, unter Charakter müsste ich mir jetzt Sachen kaufen können. Jetzt kann ich mir hier zum Beispiel hier 400 Coins in Starring kaufen. Oder beim Schwert könnte ich mir für 150, glaube ich, nee, für 300 kann ich mir eine Axt kaufen. Also man kloppt sich halt einfach nur durch und dann kriegt man hier neue Sachen. Und man hat auch noch so ein paar Questen, die man erledigen kann. Dafür kriegt man dann auch noch mal ein paar Coins. Jetzt muss ich mich wieder erstmal durchklicken. Ja! Klick, was das Zeug hält! Ja! Wenn ich gleich einen Kram in der Hand habe, wisst ihr warum. Ich brauche die Münzen. Aua. Wir haben auch hier so eine blaue Leiste. Wenn die abgelaufen ist, dann greifen die Gegner an. Und der greift richtig schnell an, aber dafür sehr schwach. Los, in meinen Charakter. Klopp drauf. Aua. Mir tut jetzt schon der Arm weh. Also für die, die solche Spiele mögen, ist das bestimmt was richtig Tolles. Ich liebe Roguelite, aber ich mag meinen Arm. Sagen wir es mal so. Dass er noch funktioniert. Das failed successfully. Ja, ich habe erfolgreich verkackt. So, erste Quest geschafft. Und jetzt kann ich die halt abholen. Jetzt habe ich dafür extra Geld bekommen. Was ich halt hier verwenden kann. Für 1000 Coins kriegt man den ersten neuen Charakter. Ich müsste jetzt einfach mal gucken, ob ich generell mal irgendwo was kaufen kann. 300 Coins. Das hat richtig viel gekostet. Das hier kostet 180. Was machen die Iron Boots? Dann habe ich mehr Leben und ich weiche leichter aus. 500 Coins, dann habe ich mehr Defense. Oh, das hier kann ich mir kaufen. Dann kriege ich mehr Coins. Wie kaufe ich das denn? Irgendwie geht das gerade nicht.
Ich muss das irgendwie unlocken. Wahrscheinlich, indem ich das erste Level schaffe, oder? Ich vernichte gerade meine Maus. Da seht ihr, wie schnell ich klicken kann. Oh, meine Hand. Ah, das tut auch nach einer Zeit weh auf der Hand. Aua. Okay, kurze Zeit mal wieder normal, sonst habe ich gleich keine Hand mehr. Ich habe keinen Mausklicker installiert, ne? Ich kann wirklich so schnell tippen. Aber nur, wenn ich mich kurzzeitig anstrenge. Ach, mein Arm. Ich kann schon längst mir was kaufen, aber irgendwie durfte ich noch nicht. Ach, ich muss erst weit genug gespielt haben, damit ich es haben darf. Okay. Jetzt evade ich besser. Mein Arm. Also, für mich ist das nicht wirklich ein Spiel. Ich kann zwar schnell klicken, aber das heißt nicht, dass ich meinen Arm dafür aufgeben muss. Ich habe auf das Falsche geklickt. Boah, ich schwitze. Entschuldigung, wenn ich so viel rede, aber ich muss mich gerade ultra darauf konzentrieren, so schnell zu klicken. Komm, den nehme ich doch mit. Okay, jetzt kann ich sterben. Jetzt ist mir egal. Jetzt drücke ich normal. Weil mir tut der Arm weh. Also für euch, die den extremen Triggerfinger haben, ihr habt in dem Spiel einen Vorteil. Ich habe gleich 60% fast geschafft. Ich will ein Level schaffen. Habe ich eigentlich eine Quest erfüllt? Nein. Aber ich sollte mir jetzt auch das hier kaufen können. Ach nee, Gems und nicht Coins. Das habe ich falsch gelesen. Einfach drücken. Das wird schon klappen. Zack, 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 zack. Also wenn ihr das Spiel auch mal spielen wollt, der Link ist in der Beschreibung, ne? Ist kostenlos, die Demo. Das Spiel selbst kostet, glaube ich, 4 Euro. Also die Vollversion ist auch schon draußen. Ich würde ja schnell drücken, aber mein Arm tut weh. Der fällt noch ab, wenn ich das zu oft mache mit dem extremen Klicken. Ich will mal kurz was nachgucken.
Ich habe kurz geguckt, ob man das vielleicht auch an einem Controller machen kann. Dann wäre es leichter für mich. Okay, mein Arm hat sich erholt. Jetzt kann ich zerlegen. Komm, schaffe ich diesmal die 50? Nein. Aua. Ich kann mir nichts kaufen, ne? Ne, 150 habe ich. Ich will doch nur einmal dieses Level schaffen. Ich weiß überhaupt nicht so gut wie nie Klickerspiele spiele. Es tut weh. Fuck. Vielleicht hört man sogar, wie ich der Maus hier das Leben schwer mache. Ich bereue es, dieses Video aufgenommen zu haben, so heißt der Titel. Ich hau jetzt nochmal halt drauf. Sag nicht, und dann mache ich wieder das Ultra-Clicking. Okay, ich stepp jetzt eh. Selbst wenn ich ein Ultra-Klicken gemacht hätte, das hätte hier nichts genützt. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir beenden das jetzt hier schon. Ihr habt gesehen, wie das Spiel funktioniert. Wenn ihr auf sowas Bock habt, Link ist in der Beschreibung. Gönnt es euch, spielt es. Mir tut es nur weh. Die Vollversion ist halt, wie gesagt, auch schon verfügbar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo dalassen, ein Like und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!